Der Derby, könnte man auch sagen. Es sollte im ersten Heimspiel für Rapid auch der erste Sieg werden, aber das ist gar nicht so leicht. Die Bilanz ist zwar sehr positiv seit 1911, seit Bestehen der Meisterschaft, in 83 Heimspielen nur 11 Niederlagen, aber zuletzt, da hat man sich doch immer sehr, sehr schwer gegen den kampfstarken Wiener Sportclub getan. Der neue Rapid-Trainer Hubert Baumgartner hat nur einen Stürmer, den Polen Andrzej Kubica, aber auf sein erstes Tor in diesem Spiel hat er natürlich gewartet. ...5200 Besucher bei der Meisterschaftsheimpremiere von Rapid und Trainer Hubert Baumgartner. Rapid mit den Spitzen Kubica und Mandrecco, unterstützt von Marasek links und Weber rechts, die über die Flügeln für Druck sorgen sollen. So wie hier Marasek. Mandrecco. Marasek, gut abgewehrt vom Balloko, und Kubica erzielt das 1:0 für Rapid in der 8. Minute. In der Wiederholung. Der Schuss von Marasek abgewehrt und Kubica nützt den abgeprallten Ball zur 1:0-Führung für Rapid. Das Spiel ist spannend, abwechslungsreich. Der Sportclub spielt mit, stellt sich nicht hinten hinein. Freistoß. Schlösinger. Nochmal Schlösinger. Und Konsel. Gute, spannende Szenen auf beiden Seiten, aber Rapid ist die Mannschaft, die mit viel Offensive für Dauerdruck sorgt. Kübauer, Mandrecco, völlig alleinstehend, vergibt er die Chance aufs 2:0. Kübauer zeigt viel Übersicht. Mandrecco gegen seinen Bewacher Dietrich, setzt sich da durch und im letzten Moment kann hier noch Dallos abwehren. Trainer Hörmeier. Rapid arbeitet Chance um Chance. Parisic. Die Zuschauer zufrieden, Rapid zeigt viel Einsatz, viel Laufarbeit. Kopfball von Kegelwitz, Konsel. Und eine gute Möglichkeit von Zirngast, der sich hier auf den Kopf gegriffen hat. Dann wieder Kübauer. Schwer zu halten ist die Schaltstelle von Rapid im Mittelfeld. Spielt weiter für Mandrecco und an die Stange. Die dritte gute Möglichkeit von Mandrecco vergeben. Pausenstand im Hanapi-Stadion, 1:0 für Rapid. Aber der Sportclub steckt nicht da. Kommt immer wieder durch Konter, gefährlich vor das Rapid-Tor, Blewa. Und Ausgleich, 1:1, eine der wenigen Möglichkeiten. Und der Sportclub erzielt das 1:1. Rapid steckt aber nicht da. Zeigt Moral. Blitzenetz für Mandrecco, der legt sich da den Ball zu weit vor und Balloch läuft rechtzeitig aus dem Tor. Balloch verletzt sich da etwas, kann aber dann weiterspielen. Dann wieder Mandrecco. Macht sich mit seinem Bewacher Dietrich, was er will. Kübauer und Dallos mit dem Kopf hat das 2:1 verhindert. Zufrieden Trainer Baumgartner, aber nicht zufrieden mit der Chancenauswertung. Mandrecco, wieder kommt Dietrich zu spät. Ball zur Mitte, Kegelwitz mit der Hand und Schiedsrichter Stuchlik entscheidet sofort auf Elfmeter. Elfmeter für Rapid. Kübauer und 2:1 für Rapid. Eine verdiente Führung. Wieder Küper. Mandrecco. Er hat schon Chancen für 3-4 Tore vergeben, aber das Rapid-Publikum zufrieden. Lange schon hat man nicht so eine Mannschaft mit so einem Einsatz und mit so einer Laufarbeit gesehen. Und die Mannschaft hat auch spielerische Akzente gesetzt. Küper. Mandrecco schafft das jetzt. Tor. 3:1 für Rapid und das ist die Entscheidung in der 81. Minute. Kübauer setzt sich durch, schaut auf, sieht Mandrecco. Rapid siegt mit 3:1 und für Hörmeier als Sportclub-Trainer die erste Niederlage. Ich muss das Kompliment meiner Mannschaft weitergeben, denn sie hat heute über 90 Minuten Dampf gemacht. Sie wollte unbedingt gewinnen und wir haben frisch nach vorne gespielt. Und ich glaube, der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung, obwohl ich sagen muss, dass der Sportclub ein sehr, sehr harter Gegner war und auch einige Chancen hatte.
Aber wir waren heute eben mental so stark und wollten unbedingt das Spiel gewinnen. Und Gott sei Dank ist es auch zum Schluss geglückt. Ja, der Sieg war sehr wichtig für den Rapid-Trainer, um seiner Mannschaft weiter Selbstvertrauen einzuimpfen und auch weiter konsequent und gut arbeiten zu können. Es ist immer wichtig für einen Trainer, eine Basis mit einem Sieg zu haben.